Ja, die Kindheit war schlimm. Ich habe hier in der Nähe gewohnt, in der Eichendorfstraße. Das ist am früheren Stettiner Bahnhof. Und das waren ja die ganzen Kriegsjahre, die Kindheit. Ich kann mich immer erinnern, wenn ich dann gehört habe, dong, 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 dong. Und dann kam die Luft, die Berichte, dass die Flieger Richtung Berlin sind. Und dann wurden die Sachen gepackt und dann sind wir im Stettiner Bahnhof, in den S-Bahnhof. Das war dann unser Tunnel sozusagen, wo wir dann drinnen waren als Luftschutzbunker. Ja. Und dann haben wir immer gespannt gewartet, wenn die Sirenen und das zu Ende war und wir kamen raus, dass das Haus noch stand. Und das ging so lange bis im Februar 1945. Dann sind wir total ausgebombt. Und dann war natürlich das so, dass wir Glück hatten und konnten noch bei Bekannten unterkommen. Also die Kindheit im Großen und Ganzen, man hat ja zwar nicht so viel mitgekriegt von alledem, ja. Und auch meine Eltern haben versucht, mir das Bestmöglichste draus zu machen und meiner Schwester, aber im Grunde genommen war das keine richtige Kindheit, ja. Mein Vater hatte das Glück, weil er schon ein bisschen älter war, dass er nicht direkt eingezogen wurde. Ja, also bloß zuletzt haben sie dann versucht, auch noch jeden ja, in die Schlacht zu werfen. Aber er hatte Glück, der konnte zu Hause bleiben, ja, und hat dann eben bloß, sagen wir mal, wie damals so war, abends ist er auf die Straßen rumgegangen mit einem Eimer Wasser und mit einer Klatsche und sollte das Feuer löschen, so ungefähr, ja. Naja. Hat zwar nichts gebracht, aber eben die Leute sollten ja beruhigt werden.